Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F, den, wenn alles gut läuft, wahrscheinlich vorletzten Part dieses Projekts. Ja, und wo befinden wir uns? An dem Ort, wo wir die letzten paar Parts auch noch waren, und zwar im Zonenkäfig. Und zwar haben wir jetzt alle Vorkehrungen getroffen und können zur Etage 10. Ich habe letzter Kreuzritter jetzt nochmal gehärtet, deswegen ist das Ding jetzt noch ein bisschen mehr wert geworden, hatte ein bisschen mehr an Wert angestiegen, blablabla, ihr wisst schon, was ich meine, ist teurer geworden. Und deswegen können wir jetzt auch das 10. Stockwerk betreten. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Die letzte Etage. Hui. Mein Gott. Also sind auf Level 200, Schwierigkeitsgrad ist auch schwer. Weil, ja, wird wahrscheinlich schon reichen. Mal gucken, wie stark unser Gegner ist. Gegen euch wollte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Wie stark seid ihr denn? 156, ja, okay. Ich habe das Buch der Stärke, glaube ich, noch drinne. Und bekommt trotzdem irre Schaden. Das ist kein gutes Zeichen. Naja, das Ding, was ich jetzt hier übrigens habe, ist das, was ich im letzten Kampf benutzen werde. Wird schon reichen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Und mein Gott, ich bin jetzt noch voll Tetsuzilla-Kampfstil hier gewöhnt. Deswegen will ich die ganze Zeit L2 drücken, aber das ist ja hier für den Dreck. Mal sehen, wie viel vom Buch der Stärke verballert wurde nur in diesen Einkampf. Ja. Wie stark sind die? 2500 dort, das ist ja unser Bossniveau. Gegen den Rockerung hatten wir ja schon ein paar extreme Probleme, aber in seiner Stärke ist auch nochmal vollkommen übertrieben im Gegensatz zu was wir sonst bekämpfen. So. Kannst ja leider nicht mehr zurückhalten, einfach alles kaputt haben. Wenn ich Glück habe, finde ich vielleicht noch irgendwie so eine Sphäre oder was auch immer man bekommt, um ultimative Rüstungen und so herzustellen, aber ich mache mir keine Hoffnungen. Aber wer weiß. Mein Gott, kriegen wir viele Erfahrungspunkte. Esbel hat jetzt den Gegner gelehrt, Titel, was? Wir kriegen immer nur Titel. Wo ist er? Fügt Teufelsattribut hinzu, okay. Kann man nochmal ausrüsten, warum auch nicht. Wie viele Gegner haben wir? 98, okay. Wir haben so viele? Ja, dann weiß ich nicht. Ich bin gar nicht mehr so viele. Okay, ich dachte, dann kriegt man erst so ab 100% oder so. Egal. Und ja, ich weiß noch, ein, zwei Quests fehlen noch, zum Beispiel das mit den Puppen für dieses kleine Mädchen, was wir sammeln sollen, aber lass mir das. Außerdem fehlt noch hier ein sehr wichtiger Kampf, also was heißt sehr wichtig, aber ein optionaler Kampf, wo man alle Tavernen Quests abschließen muss, und hier ist voll die Sackgasse. Aber das ist mir vollkommen egal, wir machen jetzt die letzten Bosse und dann war's das mit diesem Projekt. Dann habe ich es in diesem Jahr sogar noch geschafft. Und im nächsten Jahr, ja, weiß ich nicht. Mache ich eine neue Ära an. Yeah. Und das Projekt endlich mal abgeschlossen und ja. Platinschutz. Okay. Sah jetzt schon irgendwie so neu aus, aber war noch nicht neu. Verdammt. Dann geht endlich mein allererstes Projekt, was ich je angefangen habe, auf diesem Kanal zu Ende. Das ist schon ein bisschen traurig. Ich will jetzt nicht sagen, ja, ich bin froh, dass ich es loswerde, aber ein bisschen traurig ist das schon, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen den einen Titel, ja, leveln, ja, die Dinge jetzt hier bekommen erst Punkte, so ausreichen oder was ich, was das war, Teufelswiderstand und weiß ich nicht, wie das Buch der Stärke auffüllen sollen. Ich kann es ja jetzt jederzeit auffüllen mit meiner Teufelsflöte, werde ich vielleicht auch machen. Hält aber noch ganz schön viel aus, ne? Dafür hat wir ultimative Waffen und alles sowas haben, ne? Auf der 200 sind.
Das ist nicht mehr normal. Ich will gar nicht wissen, wie stark die auf Chaos sind. Ist aber nicht mehr normal. Warum sind hier so viele Gegner? Oh, Charlie hat ihre Dinge eingesetzt. Was geilt sich eigentlich für den Tränke des Lebens? Hey? Ich verstehe nicht, warum in diesem Spiel ausgerechnet keine Items eingesetzt werden von den computergesteuerten Charakteren. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß ja nicht, wann er so angefangen hat damit. Aber trotzdem. Jetzigen Tales of Spiel, das ist ja schon Standard. Boah, okay, in Tales of Symphonia ist das auch nicht. Weil ich gerade im Moment am Spiel bin, Tales of Symphonia glaube ich auch nicht. Obwohl ich glaube, Tales of the Abyss war doch. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und jetzt seid ihr weg. Apps. Wenn ich nicht so viel Zeit hier verschwenden. Ist ja noch gegen einen sehr starken Gegner kämpfen. Okay, das hat FP mich überhaupt nicht gebracht. Egal, lassen wir den erstmal mal irgendwas anderes hier ausrüsten. Ich habe alles auf P und C Verteidigung so gemacht. Deswegen haben die auch voll Ex. Mein Gott, das ist schon leer, Ding. Deswegen haben wir auch alle P Verteidigung und so verdammt riesig. So, wo ist das Ding? Als Flöte Mixerladen. Ich pack das Teil. So, jetzt wäre es nur noch schön, wenn wir unseren Feind treffen würden. Unseren vorletzten großen Feind, den wir bekämpfen müssen. Und danach machen wir noch einmal Richard fertig und dann ja, ist alles beendet. Das aber nicht, wie ich das dann machen soll. Ja, soll ich irgendwie da die Credits noch mal durchrollen lassen und so? Ich weiß es nicht. Ich werde wahrscheinlich sowieso noch mal mein Statement geben zu allem, was wir hier gemacht haben. Aber naja, mal gucken. So, wo ist jetzt die zweite Ebene? Verdammt, ich werde hier schon so lange durch die Gegend und jawohl, danke. So, verdammt, wenn wir nicht die ultimative Rüstung zu sehen bekommen, was auch immer sie sein wird, damit ich sie auch zum ersten Mal so sehe. Aber die Waffen auch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, bis auf Huberts Waffe, die habe ich glaube ich schon mal irgendwann gehabt. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, dieses 7-Sterne-Schwert kommt mir bekannt vor, den haben wir deswegen. Glaube ich, dass ich die schon mal besessen habe. Aber sonst nichts. Ein Giftband, das will ich nicht. Aber es ist ein fast perfekter Run hier vor diesem Spiel. Also einen kompletten Run hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Das ist auch schon ein bisschen heftig. So, wo bist du? Die letzte Person von den Thermaszenen heißen, glaube ich, ne? Krank C und hier schon wieder eine Sackgasse. Sackgasse. Eine Beutelgasse. Was? Ja. Warte mal, wir kriegen doch hier sowas. Dank der FP im neuen Start. Ziemlich extrem, okay. Na, ja, lass mal, ich bin geizig bei sowas. Wo es keinen Grund gibt, jetzt noch geizig zu sein, aber egal. Ich bringe das. Kann ich vielleicht noch den Titel hier von Espe hochballern? Von wo sind wir gekommen? Nicht von hier, oder? Sie sagten mir, wir sind nicht von hier gekommen. Bitte. Ich frage mich, ob der eine Chance gegen uns hat. Ob wir eine Chance gegen ihn haben, keine Ahnung. Also den letzten Gegner, gegen den wir kämpfen. Und hier ist wieder der Anfang, glaube ich. Ah! Gehen wir hier lang. Hier ist richtig. Hier muss richtig sein. Verdammter Dreck. Was? Wo ist das Viech näher gekommen?
Ich weiß nicht, ob das den Boss irgendwie beeinflusst. Immer noch nicht, aber machen wir es einfach. Und da habe ich ihn schon gesehen. Der letzte Gegner im Zonenkäfig. Oh, da wird ein Gemetzel. Oh, ja, ja, ja. Volle Konzentration. Den werden wir schaffen. Den schnappen wir uns. Ist noch alles hier perfekt, ne? Ja, machen wir jetzt einfach. Los, komm her. Komm mit mir, Bro. Und jetzt fliegt er. Are you Solomus? We've come to... Well, you see... We're here to stop you from destroying the world. Oh, and I need the lab comp back, okay? I am the one designated Solomus. Master and architect of the Chroma Dragons, which bind the Valkanus Creus. Thou may reclaim thy toy. A Marcian dabbling in ancient wisdom no longer amuses me. Wow, I didn't think Solomus would just hand it over. Okay, dann kommen wir gehen, ne? Why are you trying to destroy the world? Thou art as a child filled with questions, and yet you understand nothing. I seek only to save this world. I am the satellite defense system which rules the Aquasphere and Aphinia. Lambda has broken the chains of bondage, and even now runs free over the world. It is my sworn province to stop this threat by whatever means I deem necessary. Your protection will destroy us all. I must gather more Elith here. Just you wait. I shall slaughter the feeble animals that live on the surface. Also wie er. Ends here and now. And by these hands. You would do best not to underestimate us. Wir sind Level 200, ne? There's nowhere left to run. I would not deign to flee such as thou. Prepare yourself, Solomus. Und der letzte Kampf. Das Wesen hütet das Geheimnis des Zonenkäfigs. Es bewegt sich gottgleich, Solomus. Und ja, die Werte sind eigentlich nicht so hoch. Den schaffen wir. Der ist Drache, was? Du bist anfällig gegen Arzt. Okay. Okay, wir dürfen aber nicht daran denken, dass wir noch Dingens haben, ja. Buch der Stärke. Au. Ja. Ein paar Kombos macht er hier schon. Okay, im Gegensatz zum Tens auf Team haut er doch schon ein bisschen rein. Aber klar. Ah. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind noch ein bisschen zu stark für den. Aber wie gesagt, das guckt der Stärkste noch an. Und ich komme irgendwie nicht dazu, ihn anzugreifen, weil er die ganze Zeit möbelt hier wie ein Irrer. Sehr schön. So, komm mal her. Stampedo Strike. Aua. Du kannst es wagen. Aua. Ich komme noch von hinten. Von hinten. Hat der so ein gottgleiches Wesen hier einfach uns voll in die Fresse schlägt und tritt. Schon irgendwie komisch. Ja, und ich komme irgendwie nie dazu, ihn anzugreifen. Jetzt zum Beispiel. Was? Er kann sich teleportieren, na klar. Habe ich, glaube ich, auch nur einmal bis jetzt besiegt im Leben. Aua. Nein, nein, nein. Au. Wie erst, wenn ich mal C-Angriffe benutze? Ich meine E-Arzt. Au. Du hast nur Mensch und Dach als Schwäche, das ist dann richtig gut. Guck mal, ja, irgendwie ist dann schon dadurch viel schneller. Oha. Er hat noch eine Menge HP, aber die kriegen wir auch noch. Ich kann auch so wiederholt angreifen, wenn ich mal näher dran gewesen wäre. Der sein Trittangriff geht mir langsam auf die Nerven. Aber langsam kann ich ihn auch ausweichen. Ich habe auch das hier.
Was sagst du dazu? Bei unser Buch der Stärke ist schon abgelaufen. Wir kriegen jetzt irgendwie mehr Schaden. Ja. Nein. Oh Gott. Wer wird denn da noch getroffen? Oh, Marble Curry habe ich gehört. Daneben. Oh, was so? Erst mit Nein. Ich treffe alle von denen, jawohl. Sword! Ren. Jawohl. Hat noch geklappt. Sehr schön. Würde ich gut, wenn sowas klappt. Au, 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 au. Oh, jetzt kriegen wir dicken Schaden. Okay, wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleib doch mal hier. Ich treffe ihn nicht. So geht, zum Glück geht der meiste Zeit hier auch so viel los. Das ist ein bisschen beruhigend. Ja, komm mal her. Okay, seine Elfleiter fühlt sich viel schneller als unsere. Ich bin am Husten, was zum Teufel. Ja, aber den kriegt man eventuell noch kaputt. Du bist immer noch gestunt, okay. Nicht mehr. Ah. Jetzt nicht mehr. Au, 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 au. Au. Ja, gut. Aber ich brauche noch mit Feuer. Hey. Nein. Kannst du jetzt wagen, dich einfach so umzudrehen? Heilung? Heilung? Au. Au, 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 au. Boah, das war knapp. War schon tot eigentlich. Der macht aber auch nichts anderes außer diesen Angriffen, ne? Bah, ich war so gut am Ausweichen. Bah, du Sack. Hör auf damit. Hör auf die ganze Zeit so anzugreifen. Merkst du nicht, wie nervig das ist? Oh, sehr gut. Jetzt zaubert er auch noch. Was zaubert er denn? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn nur immer auf gemäßigt einmal besiegt. Ja, nur immer, das ist sehr gut. Au, 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 au. Nein, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Solomus, hallo. Mein Name ist Aspel, aua. Jetzt auch eins mit mir werden, so wie Lambda. Au, 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 das war mein erster Tod. Komm mal hier hin. So, sehr schön. Ich meine nicht schön. Sehr gut. Und ich weiter angreifen, wenn ihr wollt. Aua. Wieso kriege ich eigentlich so stark auf der Fresse? Der dreht sich sogar um, während er tritt. In meine Richtung. Wofür ist das denn? Erstmal nein. So, abgelehnt. Na komm, komm, komm. Ich hab gelacht. Nein, geh weg. Nicht auf mich, nicht auf mich. Nicht auf mich. Aber auch nicht auf Pascal, hallo. Ja, den haben wir schon gleich. Der hat jetzt nur noch ein Drittel. Oder? Na klar, ein Drittel aber jetzt nur noch. So, sehr schön. Au. Toll war das. Au. War das Biest? Was hat denn für Biest angefangen, lo? Au. Wo leck mich? Sehr schön. Nein. Au. Au.
Der mich einfach durch die Gegend hier schlägt. Oh nein. Ja, das ist nicht. Aua, das ist überhaupt nicht gut. Boah, die haben auch voll viel. Mich auf den Arm nehmen. Komm mal her. Die sagen mich davor einige andere von denen. Ja, gut. Weiß ich nur, wen ich gerade getroffen habe. Was? Nein. Au, au. Setz mal irgendjemand irgendwas ein. Einfach so. Ah, du bist hier noch voll frisch. Jetzt mal einer vor, der wäre im 11 Schub und hätte dann so die ganzen Klone. Das wäre voll übel. Geh weg, Mann. Und, nein, nicht zaubern. Ich habe so das Gefühl, der kann genau gleich wie der echte, ne? Au. Wie oft ich hier schon Au gesagt habe. Oh nein. Wir sind... Oh, leck mich. Na, warte, du. Sack, du. Hey, der ist tot. Sehr gut. Oh, wir sind schon wieder in Sicherheit ein bisschen. Bitte mach das nicht zu oft. Okay, das wäre voll doof. Au. Hier gibt es aber auch richtig Gas in den letzten Momenten. Sophie, geh weg. Ich kann auch verschwinden und dann von oben kommen. Mann, er hat nur so viel. Mann, du Sack, bleib hier. Ich glaube, ich spare mir hier meine Tempoleiste für, jawohl, für die Dingens auf, für, verdammt, die ganzen Klone. Ja, wie abwehren, na? Und Umschwäche. Verdammt, lass mich durch nochmal 50 mal treffen. Du willst voll bringen. Einfach nur die ganze Zeit auf ihn draufhämmern. Au, 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 au. Verdammt. Ich würde eigentlich noch, bevor ich sterbe, über einsetzen. Nein, Finger weg von Pascal. Lauf, Spinne. Und lässt der Sherry ja die ganze Zeit in Ruhe. Nein. Nein. Das sah aus, als hätte ich zu viel angegriffen. Verdammt. Natürlich wollte ich nicht so viel angreifen. Oh, der ist gleich weg. Und er hat gleich seinen Elf-Schub noch an. Und, Sherry ist noch ein bisschen weit entfernt. Das kommt schon. Ein paar AP noch. Komm her. Nein. 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 Oh Gott. Ja, ich habe gesehen, das hat zwei getroffen. Verdammt. Komm mal her. Lass mal irgendwie stunnen von mir. Wenn jetzt noch seine Kack-Dingens ruft, ne? Seine verdammten... Au, 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 au. Klone, dann krieg ich Probleme. Oh, jawohl, der ist jetzt tot. Zack! Zack, nein! Jawohl, fein die Flamme rein. Oh mein Gott, den haben wir geschafft. Gott sei Dank. Und wir haben einen Drachenzahn bekommen. Wunderbar. Du hast mich defeated. The very thought fills me with dismay. What are you so afraid of? With this, Lambda's strength grows ever greater. It may now be too great for even thee to defeat. What are you talking about? I gathered the surface Elith in this place so as to prevent Lambda from absorbing it. I slaughtered countless animals and claimed their Elith. Livestock, monsters, beasts. Nothing was spared. Oh my gosh. Wait. So if you are trying to stop Lambda, we just made a terrible mistake. We never should have fought you. Solimus is wrong, Asbel. The only reason this happened is because the system went all kooky.
Now we have to restore it to its original state. How do we do that? Oh, hey, that's it! Jetzt bin ich mal gespannt. The lab comp should totally be able to reboot this place. Look at you, sis. Your little invention is gonna save the world. Okay, here we go. Huh? What? What have I been doing? You did it. I sure did. Wait, what's that? Was zum Teufel? It's a chick in her underwear. Ist das nicht hier Judith aus Tales of Vesperia? Sophie, don't look. What's wrong? It's not for children. Aber er direkt. Oh, she's kinda hot. Was? I've seen better. Oh man. Hey guys, I think that's something Frederick was looking at. The old man's got taste. Ew, Grandpa! Oh my gosh, he's got like 600 more pictures on this thing. Oh man. This is why he borrowed the lab comp? Natürlich, er ist ein alter Mann in der japanischen Serie, Spiel. Also alle Altmänner immer Perverslinge. Oh dear. You are never to touch the lab comp ever again. Do you hear me? But Sharia, he's a grown man. Think about it from his perspective. Das hat er eingesteckt, ey. Don't you dare try to keep that picture. My head. Yeah, mine hurts too. Now that Solimus is back to normal, the Eleth levels are dropping. It looks like we won't need to worry about it affecting us anymore. Well, it looks like our business here is done. Come on, Frederick. Let's go home. My apologies, Lord Asbel, but... You see, even as we speak, Solimus is beginning to gather Eleth anew. What? Why? If humans wish to continue in peace, the Termiten must live on in some form. For the time being, Frederick and I will need to move between here and the surface. I guess, just be careful. Thank you, Sharia. So then, as you can see, I'll be needing the lab comp back. Nice try. Well, I guess we should be off. We still have lots to do. Ja. Buch der Ehre, sieht so auf einer feindlichen Schaden, solange du über Elf. Was? Weiß nicht, das mal ausrüsten. Hallo? So, damit haben wir den Zonenkäfig abgeschlossen. Das heißt, es bleibt nur noch eine Sache zu tun, und zwar Lam dann noch mal aufzuhalten. Ich meine, warum nicht? Ich mal kurz. Ja, so schwer war der jetzt eigentlich nicht. Ich hatte schwierigere. So, dann speichern wir noch mal hier. Wahrscheinlich ein allerletztes Mal. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F, wo wir das Finale noch einmal angehen werden. Und den wahrscheinlich letzten Part beginnen werden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur letzten Folge.